Da ist er ja. Ah, unser neuer Taschendieb. Hi. Ich erwarte bald Besuch und ich habe Ihnen die Taverne zum König und der Königin empfohlen. Okay. Der Graufuchs hat mich angewiesen, mich um ein Problem zu kümmern und ich gebe es an euch weiter. Hieronymus Lex trieb von allen Leuten hier im Hafenviertel Steuern ein. Euer Auftrag ist es, diese Steuergelder wieder zu beschaffen. Seid ihr dazu bereit? Die Leute, die im Hafenviertel leben, sind sehr arm. Es ist Brauch, dass die Stadt keine Steuern von ihnen fordert, obwohl sie vom Gesetz her dazu berechtigt ist. Das Geld, das die Stadt erhielte, würde kaum die Kosten der Eintreibung decken. Der Graufuchs hat den Armen im Hafenviertel stets Schutz garantiert. Er will diese Ungerechtigkeit nicht zulassen. Hier geht es ums Prinzip. Okay. Er ist Hauptmann der kaiserlichen Wache und ein Narr. Er ist einer dieser Typen, die auf Recht und Ordnung pochen. Er hegt einen Groll gegen die Diebesgilde und besonders gegen den Graufuchs. Lex hat es sich zur Mission gemacht, den Graufuchs zu fangen. Der Graufuchs ist seit über 300 Jahren Anführer dieser Gilde. Er hat den Armen im Hafenviertel stets Schutz garantiert. Okay. Der Graufuchs ist seit über 300 Jahren Anführer dieser Gilde. Er hat den Armen im Hafenviertel stets Schutz garantiert. Na gut, dann würde ich sagen... Gut, findet heraus, wo er die Steuergelder aufhebt und bringt sie zu mir. Ich brauche auch die Steuerlisten, damit ich feststellen kann, wie viel jeder Bürger zahlt. Dann können wir das Geld zurückgeben. Mhm. Schatten mögen euch verbergen. Es ist eine neue Quest. Ist, ja. Steuer aufheben für die Armen. Okay, ich mache mich auf den Weg. Sehr schön, ist sogar innerhalb der Kaiserstadt. Ist ja noch schöner. Da muss ich nicht weit laufen. Guten Abend. Guten Abend. Aber es ist schon ein super Spiel, ne? Muss man schon sagen. Bin echt froh, es noch angefangen zu haben. Und das wird auch jetzt gemeinsam beenden können. Ist schon cool. Wie ist das Wertebefinden? Relativ gut. Was? Und ich finde auch geil dieses Hocharbeiten. Das ist aber so ein cooles System. Man fühlt sich, also ich habe mir jetzt geholfen. Da und jetzt bekomme ich da umsonst ein Bett und so. Ich finde das geil. Und das finde ich so nice an dem Spiel. Und das soll ich halt in Skyrim so ein bisschen gefehlt. So eine Zugehörigkeit. Und das finde ich bei Oblivion so geil. Deswegen mag ich Oblivion mehr, aber ich glaube, Skyrim hat da eine Nase vorn. Ja. Ist ja auch kein Kackspiel, ne? Also Skyrim ist kein schlechtes Spiel. Wie kann ich euch nur. Absolut nicht meins. Ich glaube so, ja, und also mir fehlen da Dinge, die für mich ein gutes Spiel ausmachen. Aber ich kann verstehen, dass Leute das so hypen, ne? Wenn du genau so ein Fan bist von diesem Erkunden-Quatsch da, dann bist du gehypt. Also das ist ja auch geil. Und ich will jetzt dich auch nicht schlecht reden. Deswegen, ich will oh scheiße. Wow. Was sonst immer geklappt? Hallo? Ja, also... Es ist ja ein Meisterwerk für viele Skyrim und das... Also,
Ja, verstehe ich nicht. Also, klar, hat eine große Spielwelt, aber immer das Gefühl, der einzige. Klar, man kann auch mit cool, krassen Mods damit arbeiten. Ich glaube, jetzt ist aber alles was. Ich habe schon lange gefunden, nur zurück, okay. Ihr solltet jetzt gehen. Okay, ich gehe schon, ich gehe, ich habe keine Lust. Ja, kein Ärger. Ich hab's rausgeschafft. Lalalalalalala. Easy. Hi, na ihr? Was ist los? Du bist schon ohne Slacks von mir. Oh, wird er sauer sein. Oh, wird er sauer sein. Und es ist so gut. Und das meine ich, das ist so subi, weißt du, das ist so nice und den Leuten zu helfen, ich find's geil. Ich spiele ja eh immer Charaktere, die den Leuten gerne hilft, ne? Aber bin ich halt auch, ein echt, ne? Also Leute helfen oder auch. Grüße. So, was denn? Was denn? Ihr tragt die Schatten gut, Kamerad. Ah, du bist es. Er ist Hauptmann der kaiserlichen Wache. Er liegt in Fehde mit der Diebesgilde und dem Graufuchs. Ich hörte, der Graufuchs habe Lex vor Jahren gedemütigt, als dieser Armand Christoph wegen Diebstahls verhaften wollte. Lex hat dies nie vergessen. Die Kämpfergilde sucht neue Rekruten. Da kann man gutes Geld machen, wenn man genügend Mumm hat. Ja. Schatten mögen euch. Kämpfergilde, bis ich damit anfange, dauert noch. Glaube ich. Keine Ahnung. Naja. Habt ihr die Steuergelder gefunden? Ah, der Graufuchs wird sehr zufrieden sein. Wir werden es den Leuten zurückgeben. Nice. Kaum zu glauben, dass dieser Narr den ganzen Weg gekommen ist, um so eine lächerliche Summe einzusammeln. Behaltet's! Ich wollte den Wachen nur zeigen, dass sie zu weit gegangen sind. Ich finde, es ist an der Zeit, euch zum Straßenräuber zu befördern. Ich gratuliere euch zu eurem neuen Rang in der Gilde. Cool, danke. Ihn gibt es schon seit Hunderten von Jahren. Es geht die Legende, er sei unsterblich. Ich weiß nicht, aber normal ist er ganz sicher nicht. Na, wenn er 300 Jahre lebt, dann ist Unsterblichkeit ja... ja. Ich bedarf eines geschickten Diebes. Wenn ihr mehr Erfahrung hättet, könnte ich euch vielleicht brauchen. Die Hehler berichten mir, wie viel Beute ihr an sie weitergegeben habt. Wenn ihr der Gilde mehr eingebracht habt, werdet wieder bei mir vorstellig. Mhm. Na gut, okay, warte mal. Wie kann ich denn bei dir... Arbeit? Wir sind Diebe, keine Steinmütze oder Schreiberlinge. Als Dieb seid ihr auf euch allein gestellt. Wenn er vor... Ihr werdet... Nun, ihr... Was... Die... Es wird... Er ist... Jetzt kann ich... Ich... Ersten, zweiten, dritten... Ihn. Er ist taub. Vor zwei. Ihr könnt. Das ist eure. Was? Die. Ong. Die Doyen sind die Hände und Augen der Gildenmeister. Von ihnen erhaltet ihr eure Aufträge. Dafür tun sie euch Gefallen. Ich bin der eine Doyen und Skriva ist der andere. Mhm. Okay. Schatten mögen euch. Wollte ich wollte eigentlich Dietrich hier kaufen. Na egal. Was? Gut. Sogar besser.
Ja, machen wir so. Bergen. Dabei habe ich gespeichert. Jetzt habe ich gespeichert. Ne, warte mal, ich habe eine Idee. Wenn das geht, wäre es geil. Warte mal, ich habe eine Idee. Ah, da können wir auch gleich in der Kaiserstadt verbleiben. Ich würde mich ganz gern vielleicht mal so einen Rüstungsladen überfallen. Vielleicht klappt das ja. Das wäre geil. Ein Rüstungsladen. Ja. Genau, Marktbezirk. Okay. Nice. Oder ist so ist besser als meine. Also ne, Cloud-Rüstung zum Tragen, weiß ich nicht, ob das eine gute Idee ist. Ne, Cloud-Rüstung sollten wir besser lassen. Gut, wir haben's. Und wir können aber kommen, dann schnell. Sehr schön, dann gehen wir schnell nach Boma. Genau. Und pissen uns. Hallo, hi. So, genau. Haben wir das nämlich? Nice. Easy. Aha, jetzt habe ich ordentlich was geklaut. Also bitte, da habe ich jetzt aber ordentlich was geklaut. Wie den ganzen Lordle geklaut. Ja gut, wir können die Rüstung gerne kaufen und dann haben wir eine richtig geile. Denn ich würde ganz gerne von meiner Rüstung immer mal weg, ne? Weil ich die nicht reparieren kann. Eigentlich müsste das sogar bald mal sein. Ich weiß gar nicht, wie hoch die noch ist. Ja, irgendwo liegt nicht mehr so hoch. Ah, fuck. Vielleicht sollten wir einmal investieren. Weil sonst geht das irgendwann tatsächlich wirklich schief. Und das wäre doof. Na komm. Ah, ich muss weitermachen. Ich bin sehr. Ihr habt Diebesgut? Aber hallo. Gut, ich kann dir auch das hier schon andrehen, weil. Warum nicht? Ich kann nicht so wenig dafür nehmen, nicht mal für. Ich denke, für den. Ein gutes.
Ich denke, für den Preis kann ich das Stück loswerden. Da. Ich denke, für den Preis kann ich das Stück los. Ein Exzellent. Das ist ein. Ich denke, für den Preis. Ich glaube, das sollte reichen, oder? Bin ich froh. Was wollt ihr? Die Schatten mögen euch verbergen. Gut, und wie baue ich denn? Im Wert von 500 Goldstücken? Was? Wie bin ich? Ich habe mein Ziel erreicht. Achso. Ah, doch, geklappt. Oh Gott sei Dank. Ich dachte jetzt schon, das reicht nicht. Wenn der Stufenaufstieg wartet, dann machen wir das nochmal. Da hab ich jetzt ja mein kleines Häuschen. Aber gut, es ging ja wieder schnell, ne? Kann ich hier irgendwo pennen? Wo darf ich denn pennen? Ah, hier ist die Herberge. Ah, okay. Hi. Ein kleines Stündchen, bitte. Ja, ein Stündchen. Also auf jeden Fall die beiden. Haben wir auf 40, genau. Sehr schön. So. Nice, nice, nice. Vielleicht sollte ich aber vorher mal wirklich in den Marktbezirk. Und mir eine vernünftige Rüstung kaufen. Marktbezirk. Genau. Also ich beklaue die alle und dann kaufe ich mir das, ne? Ah. Hallo. Geil. Samuel Banzchen brach früher gerne einen über die Stränge. Angeblich war kein Schloss vor ihm sicher. Es stimmt, dass er sich ein wenig abgekühlt hat. Aber die Grundlagen des Schlösserknackens kann er euch immer noch lehren. Lebt wohl. Mhm. Hallo. Bitte fahrt. Kann ich euch etwas von meinen erstklassigen Waren zeigen? Ja, warte mal, ich muss mal ganz kurz bei mir was gucken. Meine, die ich gerade trage, ne? Ist ja eh nur zwei, also ganz ehrlich, okay. Da würde ich ehrlich gesagt sagen, was fehlt mir denn? Was fehlt mir denn? Also Beinschienen habe ich. Brauche also einmal das. Wenn ich nicht verzaubert ist. Da fehlt mir das und das. Eine, ne? Es war mir ein Vergnügen. Glaube ich dir. So, genau, wenn ich mir neue Rüsten und neues Ding.
Ah, Füße haben wir nicht. Füße. Was? Füße. Rüstung, Waffen, ich habe, was euer Herz begehrt. Wie kann ich euch behilflich sein? Stahlschild. Das ist ein Stahl. Also besser als meins, glaube ich, oder? So ein leichtes, ne? Nee, ist alles auch okay. Und für die Füße hast du nix? Lebt wohl. Was wollt ihr? Was darf ich euch anbieten? Auch ihr. Ja, mir ist doch Eisenstiefel. Bitte fahrt. Rüstung, Waffen, ich habe, was euer Herz begehrt. Wie kann ich euch behilflich sein? Warte mal, jetzt bin ich ja barfuß. Geh mal zu hauen und stechen, mal gucken, was du hast. War mir ein. Rüstung, Waffen, ich habe, was euer Herz begehrt. Wie kann ich euch behilflich sein? Was, Lederstiefel? Na gut. Das ist ein gut. Beehrt uns bald. Wo ich gar nichts hab. Auch. Wo ich nackt. Geil. Danke. Naja. Ich hoffe, ich kann be. Mhm. Kannst du. Ich bin recht praktisch begabt. Was muss repariert werden? Nix. Benötigt ihr vielleicht eine neue Rüstung? Oder Waffen? Bei mir findet ihr eine große Auswahl. Ja. Also, du kannst erstmal den Eisenhelm haben. Und das hier kannst du auch haben. Mhm. Genau. Empfehlt mir. Oh ja. Wiedersehen. Wiedersehen. Gut, Leute. Da würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal machen wir weiter. Genau. Dann machen wir jetzt hier einen kleinen Cut. Wir haben schon 4:21, dann passt es auch. Wir haben eine wunderschöne Rüstung. Ich habe hier endlich mal von meiner alten Rüstung getrennt, auch wenn es ein bisschen schwer fiel. Eigentlich war es Quatsch, weil die relativ billig war. Aber damit kann ich sie jetzt aber selbst reparieren. Eine selbst reparierende Rüstung ist mir sehr viel lieber. Naja, gut, dann müsste sie kaputt sein. Aber ich kann sie selber reparieren. Ja. Ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hat es gefallen. Beim nächsten Mal geht's weiter. Haut rein. Bis dann, Pirates. Tschüssi, bis dann. Ciao.